Moin! Und willkommen zurück zu Splatoon 2 Octo Expansion. Wir sind, glaube ich, kurz davor, dieses DLC-Pack zu beenden, denn wir sind auf der blauen Linie und dort scheint es wohl einen Dingsbums zu geben. Und zwar Dingsbums Nummer 4. Und mal gucken, ob wir es uns heute holen können. Wusch und Bumm, Rollschuhbahn. Erreiche mit der Sippisphäre das Ziel und das Ganze innerhalb des Zeitlimits. Okay, also ich war im letzten Part wirklich sehr geflasht von den ganzen Leveln. Die haben mir von allen bisherigen Leveln am besten gefallen, haben am meisten Spaß gemacht, waren fordernd, aber nicht unfair. Und mal gucken, ob das jetzt hier weitergeht. Wir werden es sehen. So, wir haben die Sippisphäre und rollen mit der gleich wahrscheinlich von Ost nach West, von Nord nach Süd. Vom Anfang bis zum Ende. Blech. Die Frage ist halt... Ah, ich darf es sogar benutzen. Okay. Das ist interessant. Oh, fuck, innerhalb des Zeitlimits. Scheiße, ja gut, das habe ich voll vergessen. Na moin. Also wird das wahrscheinlich nichts, aber das könnte ein schnelles Level werden, ne? Interessant. Ja gut, okay, ich habe halt voll palavert. Also, moin, aber es gibt Checkpoints. Es gibt Checkpoints. Das macht ja eigentlich... Also insofern, dass ein Checkpoint-Feld war, aber davon gehe ich mal aus. Aber ich finde, dass solche Checkpoints eigentlich keinen Sinn machen, wenn man mit Zeitlimit spielt. Aber egal, wir aktivieren mal diesen Checkpoint. Hier, was hätte ich da machen sollen? Ich meine... Da muss man sich doch bewegen. Und wenn du halt abgesniped wirst, ist das ein bisschen unfair in meinen Augen. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich meine, gerade eben kamen wir auch ganz gut durch. Nur, wisst ihr, was ich meine? Also, wenn ich jetzt da durchrenne, dann erwarte ich ja auch, dass ich doch durchkommen kann. Wie jetzt zum Beispiel. Also, das war ja gerade eben dann richtig weird. Ja. Ah, es gibt 25 Sekunden obendrauf. Saus. Okay. Das heißt, es wird doch kein allzu schnelles Quickie-Level. Egal. Wir kommen gerade auch ganz gut durch. Boah, das war aber richtig knapp. Okay, da müssen wir ausweichen. Ich glaube, das könnte tödlich werden, wenn wir da jetzt nicht ausweichen tun. Okay, hier der gleiche Spaß nochmal, nur in etwas schiefer. Hier haben wir eine Schiefbahn, ja. Schön. Oh Gott, okay, also tödlich ist das nicht, aber es killt wahrscheinlich ordentlich Zeit und deswegen aufpassen, aufpassen. Ja, nur diese Spur gerade eben, also da habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum ich da abgetroffen worden bin, weil ich habe mich ja bewegt. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich mich bewege, dann erwarte ich auch, dass mich in der Bewegung keiner treffen kann. Das ist unnötig. Das ist unnötig gewesen. Das hätte nicht sein müssen, ne? Das hätte jetzt nicht sein müssen, ne? Aber okay, ne? Man kennt das Spiel, ja. Ja, nur wie gesagt, gerade eben, als ich halt mich bewegt habe, so, es macht keinen Sinn, dass ich da in der Bewegung so abgetroffen werde, weil... also, es sei denn, es ist Glück, da durchzukommen. Ja? Aber mit Glück kannst du dir hier in diesem Spiel nichts kaufen. Und wenn man das ganz auf Glück aufbaut, ist auch nicht gut, ne? Aber gut. So, weg mit dem. Auf zum Ziel. Ich gehe direkt hier vor und mache Bang. Und bye. Okay. Also auch ein ziemlich cooles Level, bis auf den Anfang, wo man die beiden Octo-Sniper vor sich hat und... ja, man halt abgetroffen wird oder halt auch eben nicht abgetroffen wird, was halt immer so auf Glück ankommt oder auf, ich weiß nicht, Timing, aber ich meine, auf Timing kannst du da auch nicht hoffen, weil es auf Zeitlimit geht und wenn du halt eine Sekunde wartest, dann kann es auch schon wieder zu spät sein. Ne? Also, wenn man auf Schnelligkeit da durchrennen muss, dann sollte man, wenn man sich bewegt, auch eigentlich problemlos durchkommen und ich weiß nicht, was ich gerade eben falsch gemacht habe in dem Abteil, als ich da... mit der Sippisphäre durchgerannt bin und die Sniper kam und mich getroffen hat, wodurch ich halt, ja, ich glaube runtergefallen bin oder Zeit verloren habe. Verstehe ich nicht ganz, aber gut. Ansonsten war's cool. Lass rocken, Baby, Festivalgelände, fahre auf dem Turm zum Ziel. Okay. Auf dem Turm? Fahren?
Wie soll ich mir das vorstellen? Sieht übrigens so aus, als... Ja, okay, da komme ich jetzt gleich im nächsten Level drauf, wenn ich es nicht vergesse. Aber, dieser blaue Background mit diesen weißen, Partikeln, das sieht ein bisschen strange aus. Ja. Wir packen uns in Kleckser. Und, ey, das ist doch nicht nur das Festivalgelände, das ist doch hier. Ah, jetzt habe ich den Namen der Stage vergessen, aber... Das ist ja diese Online-Map von, ja... Der ich gerade keine Ahnung habe, wie die heißt. Oh, ganz viel Octolinge. Juhu, Octolinge. Hau sie weg. Alles klar, du musst nur den Turm bis... Turmkommando. Okay. Alles klar. Ich wollte sagen, fahre auf dem Turm zum Ziel. So, sind wir jetzt auf dem riesigen Turm und der fährt dann. Nee, es ist einfach nur der, ja, das, der Turmkommando-Turm. Okay. Kommen Sie ran. Es wird Zeit. So, jetzt ist die Frage, wo kommt der nächste? Octoling an. Wo ist der? Wo ist der? Ach, hinter mir. Okay. Okay, ganz kurz rüberlaufen. Den Turm ganz kurz stehen lassen. Wir können weiter. Ganz kurz auch die Tinte auffüllen. Wichtig, wichtig, wichtig. Ich hoffe, es gibt hier auch einige Spezialwaffen, die man sich gönnen kann. Fuck it. Wo ist der? Das war knapp. Wir hätten noch sterben können. So, kurz alles einfärben. Damit wir es uns gleich ein bisschen leichter machen können. Damit die Octolinge nicht, freie Bahn haben, sage ich jetzt mal. Okay. Das war knapp. Orangensaft. Okay, da kommt der nächste Octoling an. Und da, ah, jetzt kommen sogar zwei. Oh, die Bombe hat gut getimed, Mann. Die Bombe hat richtigen Gönjamin gemacht. Ach du Scheiße, das war Glück. Ah, das war auch irgendwo Speedruntendo. Wo kommt jetzt der nächste Octoling an? Keine Ahnung. Wir warten ganz kurz. Lass uns ganz kurz wieder healen. Zerstör nochmal den Sprinkler. Dankeschön. So, wir sind gleich am Ende, wir sind gleich am Ende. Ja, da kannst du auch sehr viel gegen machen, ehrlich gesagt. Jo, ist okay. Aber ich komme halt wenigstens zurück auf den Turm. Ja, dass das gerade nicht getroffen hat, ist auch richtiger Gönjamin gewesen. Kennt man auch von diesem Spiel ja auch. Das ist klar. Ja, ich bin gerade sehr angreifbar, aber puh, was soll ich denn machen? Lass den Turm mal ganz kurz stehen. Geh hier hin und klatsch dieses Drecksvieh. Och. Komm, heil mich, heil mich, heil mich. Danke. Aber das... respawnt der Gegner dann nochmal? Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Ah, das war richtig knapp. Woo! Also es hatte natürlich ein bisschen was mit Glück zu tun, dass ich da durchgekommen bin. Ein paar Mal wurde auch nicht gegönnt, aber letzten Endes haben wir es, glaube ich, sogar innerhalb des Zeitlimits ziemlich gut geschafft, oder? Wir sind ziemlich gut durchgekommen. So, okay. Wir nehmen uns mal das Level vor. In der Ruhe liegt die Kraft. Schießbudenweg. Zerstöre alle Ziele. Oh nein. Also wir werden auf keinen Fall die Sniper nehmen, das steht jetzt schon mal fest. Wir werden den Turboblaster nehmen. Auf einmal habe ich jetzt lilane Haare, oder was? Meine Haarfarbe hat sich geändert. Ah gut, ja gut, weil ich halt auch lilane Farbe versprühe. Ja. Also das, was man halt aus Splatoon kennt. Und ich... Ja. Komm da irgendwie erst, so nach 10 Jahren drauf, so. Obwohl ich im Unterbewussten gewusst habe, dass die Haarfarbe des Inklings oder des Octolings auch, ja, gleichzeitig definiert, was für eine Farbe man hat. Aber ja, das ist, Ja, moin! Okay. Kommen wir jetzt weiter.
Jetzt ist halt Timing-Sache, ne? Ja. Jetzt wird sogar noch ein bisschen knapper. Aber es ist noch ein einziger zu finden und... Oh, das ist nicht so leicht. Okay, wir haben noch ein paar Sekunden Zeit. Alles gut. Ja, komm. Das war ein einfaches Level. Das war einfach. First Try HD. Ich dachte wieder, wir müssen irgendwie auf Surfschienen fahren, weil das wäre natürlich umbringen gewesen. Aber gut. Und wir kommen dem Dingsbums immer näher. Sehr schön. Nicht so zaghaft mit der Farbe. Kunstform. Kunstforum. Ah, okay, das ist diese... Oh, jetzt fällt mir der Name dieser Map wieder nicht ein, weil ich Splatoon 2 Online schon sehr lange nicht mehr gespielt habe. Also intensiv, ne? Färbe dir den Weg zum Ziel frei und wir dürfen nur die Hydra-Splatling benutzen. Ich glaube, im Englischen heißt sie, glaube ich, Hydra-Splatling und hier heißt sie nochmal wie... Hydrant, ja, genau. Okay. Alles klar. Aber es gibt hier ja kein Zeitlimit. Das ist eigentlich alles chillig, vanillig. Wir laden noch ganz kurz hier auf. Und ballern alles weg. Und um hier ganz kurz Sushido zu zitieren. Sushido! Ihr habt recht, so wie früher wird's nie wieder sein. Denn ich hab euch groß gemacht und mach euch wieder klein. Ich bin ein kleines Schwein und baller alles weg. Yo. Gut, da müssen wir uns ganz kurz hier oben drauf stellen. Ja. Hat ja auch sehr gut funktioniert. Kann man sich hier drauf stellen? Nö, geht auch nicht, ne? Okay. Da müssen wir halt irgendwie den machen. Ja. Also irgendwie ist das mit der Höhe nicht so ganz geil, ne? Ich meine, somit können wir uns aber auch an den Zeigern orientieren, oder nicht? Wir können uns ja auch an den Zeigern hocharbeiten. Warten ganz kurz. Also ihr seht, was ich meine, oder? Irgendwie... Gönjamin ist, glaube ich, anders definiert. Jo. Alles klar. Ja. Ich kann mich aber auch nicht da drauf stellen. Das ist halt voll komisch. Wie soll ich das bitte schaffen? Na gut, oder ich nehme halt eine kleinere Distanz. Und komme dann auch relativ chillig hoch. Okay, let's go, komm. Gut, das hätte ich mir direkt auch merken können, dass ich ganz einfach... nicht den Weg nehme, der halt mittig nach oben führt, sondern der halt etwas seitlicher ist und dafür etwas tiefer gelegt ist. Aber auf die Idee muss man erstmal kommen. Ach, da oben ist ein Gegner. Ah. Der ist kaputt. Laden wir nochmal ganz kurz auf und auf nach oben. Okay, und was gibt's hier sonst noch so zu bestaunen? Schau mal nach links, da ist irgendwas. Okay. Damit meint er wahrscheinlich das Teil da hinten. Ja, diese Zielscheibe, die uns dabei hilft, darüber zu kommen. Hoffentlich. Okay, wir gehen mal kurz runter. Und bevor sich diese Plattform denkt, nö, ich drehe mich irgendwie wieder um, weil das voll geil ist. Oh Gott! Also, da willst du da gerade drauf gehen und das Spiel lässt es nicht zu oder will nicht, dass du das machst. Das ist auch ganz cool. Ist das nur Zierde oder muss ich das auch abschießen, was soll das sein? Sieht aus wie eine fette, wie eine fette Keule. Keule.
Okay, dann müssen wir wieder so diese Zielscheibe anhauen, damit sich irgendwas... Ah, guck mal. Die Streichbürste... ist richtiger Gönjamin. Die macht auf Nacken den Weg frei. Oder färbt uns den Weg frei. Das ist gut. Und ich glaube, jetzt sollten wir es eigentlich schaffen, oder? Ja. Frage ist nur, ob wir jetzt auch rüberkommen können, wenn die Streichbürste uns im Weg ist. Ja. Okay. Ich dachte, man muss halt irgendwie vor der Streichbürste ankommen, aber so ist das nicht. Kannst mir gar nichts. Du Mistvieh. Okay, da müssen wir auf jeden Fall hoch. Woo, das war knapp. Ach du Scheiße, da ist auch eine Streichbürste. Oh, hier sind überall Streichbürsten, Mann. Was geht? Und das ist es auch schon gewesen. Das war ein sehr kurzes Level. Also ich habe das Gefühl, dass die Level, die man zu Anfang gespielt hat, länger und nerviger und schwieriger und unfairer sind als die Level am Ende. Was geht? Aber Gönnung. Ich dachte, ich könnte vielleicht mit... mit der Streichbürste hier ankommen. Aber nö, ich musste mir eine andere Streichbürste suchen. Aber ist auch egal. Wir haben es geschafft und... heftig. Ich glaube, wir haben heute so viele Level wie noch nie geschafft, oder? So, ich glaube, so 3, 4, 5 Level. Also 3 waren es auf keinen Fall. Wir zählen mal ganz kurz runter. Aber es müssten vielleicht sogar 4 gewesen sein. Heftig. Und das ist wohl das Dingsbums. Und wir haben die Haarlinie fertig gemacht. Ah, wir haben das Set komplettiert. Ja, ist mir egal, was juckt mich das Set. Ich will nur die Story hier fertig machen. So, wusch und bumm. Das war 1. Ja, das war Level Nummer 1, was wir heute gemacht haben. 1, 2, 3. Wir haben heute 4 Level geschafft. Cool. Brudingos, beim nächsten Mal gibt es das Dingsbums. Und, ja. Dann schauen wir mal, ob wir dem Finale näher kommen. In diesem Sinne, macht's gut, haut rein und ciao. Wenn euch der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt und ihr habt diesen Kanal bisher noch nicht abonniert, dann macht das, damit ihr nichts mehr von mir verpasst. Wissen Sie Bescheid?